Und hallo, hallo. Ja, hallo. Da sind Hör wir mal, dann, auf dem hast du Weg. den Sound denn auch jetzt durchgehend an, weil ich auch höre, was du sagst in der Aufnahme, oder? Weil das ist ja auch ein bisschen Und ja, dann komisch. hörst du meinen Sound auch mit. Also Spielsound. Ah, so. Ja, pf, ich weiß ja nicht, wie laut das Das ist. geht auch nicht anders. Okay. Weil das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, das ist ein bisschen doof, aber muss ich noch mal ein bisschen rumbasteln. Aber nur ein bisschen. Nur ein Ja, bisschen. was hältst du davon, wenn wir denn mal, anstatt jetzt wieder denselben Weg zu gehen, wo wir letztens gegangen sind, wir sind ja letztens da glaube ich, lang gelaufen, aber nachher hier wieder zurückgekommen, oder wie war das? Vielleicht sollten wir mal in diese Richtung laufen, da zu dieser Säule, was auch immer das sein soll. Ja, dann kommen wir vielleicht auch mal ein bisschen näher dahin. Ja, da geht es ja um die Kurve. Lass uns einfach mal am Strand erstmal die Insel aufdecken. Ja, decken wir mal die Insel auf. Da wohl durchs Wasser, ja. So, und jetzt sage ich Also, nochmal, weil die können ja ganz gut schwimmen. willkommen zurück hier bei Ark. Haben schon ein wenig weitergemacht. Ah, ein Spucker. Warte denn. Ich glaube, den erledige ich erstmal eben. Oder? Ja. Den Hide können wir immer gebrauchen. Der ist dann Hoffentlich. nämlich im Weg. Ja, scheiß doch einmal eben. Dort. Zack. Da braucht glaube ich nur zwei Pfeile oder sowas, wa? Ja, gut platziert. Ups. Scheiße, kaputt. Nehmen wir eine neue Axt basteln. Ja. Wettes Update hier, Viech. Ja, Viech. Was nehmen wir denn da? Sechsmal Melee Haut Damage? eingesackt. Ich würde mal sagen, eher Ja, weiter Geschwindigkeit. geht's. An diesem So. wunderschönen sonnigen Morgen. Uschi ist das Level 12. Gerade eben, ne? Jupp. Weil, Warte mal, hier kannst du auch gut Satch sammeln, glaube ich. Ah, er muss kacken, glaube ich. Oder macht er da? leider ist Klaus Dieter Ja, gestern gestorben. festsitzen. Kann er Wir jetzt kein Satch sammeln? wollten auch mal ein bisschen Ah, rumlaufen. jetzt. Sind damit drei Mann Immer, immer wichtig. losgelatscht und, Ah, der Große kann er besser. das ist natürlich der Nachteil jetzt. Er hört nicht, wann ich was sag. Ja, jetzt lass uns erstmal eben gucken, ob hier nicht irgendwie was Fieses rumschwimmt. Bevor wir da jetzt einfach so reinspringen. Warte, ich geh mal eben gucken, ja? Ja, guck du mal. Ja, warum mein Sau jetzt Uschi heißt, das liegt daran, weil gestern nämlich Klaus Dieter gestorben ist. Ja, so wie der Rest der Bagage. So wie der Rest. Ganze, vier oder fünf? Vier. Ja, irgendwie sowas. Mein Sind Jürgen nämlich ein bisschen vielleicht? losgelaufen und ja, ein bisschen zu erkunden mal. Haben wir eine Höhle gefunden, sind da reingegangen und von außen kam man so ein Riesenviech und hat unsere schönen Tiere platt gemacht. Das mit der Höhle war eine selten doofe Idee. Oh, guck mal, wie schnell die schwimmen. Ja, geht schon recht schnell jetzt. Dafür, dass meiner Level 11 ist. Aber Geschwindigkeit glaube Ja. ich 200 oder so. Echt? So schnell ist deiner schon? Ich guck noch mal eben. Ja, guck mal. Meiner ist 192, Oh aber ich ne. habe viel auf Melee-Damage ausgelegt. Doch nur 187. Der auch mal ein bisschen austeilen kann. Und Naja, doch aus nur Stamina. 187. Naja, 192, das geht ja noch. Ist ja nicht viel Unterschied. Auf jeden Fall können sie sich schon verteidigen. Da hinten ist ja so eine Ja, Kröte. ich würde sagen links rum, oder? Ja, links rum. Sollen wir mal ein bisschen Gas geben? Obwohl, ne. Ja, was Lass ist mal. das denn jetzt für Keine ein gute blöder Idee. Baum hier? Wenn nicht hastig werden. Das ist doch besser, wenn man immer irgendwie besser flüchten kann, anstatt dann irgendwie auf einmal vor irgendwelchen Raubsauriern zu stehen und dann nicht mehr flüchten zu können. Ja, weil dann überall welche stehen. Ja. So wie gestern. Wie gestern, Drei ja. T-Rexe. Und ein Spinosaurier. Und der auch noch dazu, ja. Ja. Ein Dodo. Ja, den isst mein Saurier. Oh, scheiße, doch nicht. Dass da nicht die Schildkröte treffen, könnte böse enden. Wir machen uns bestimmt beide platt. Ein
Bist du hier schon mal weitergegangen, so erkundungstechnisch? Erkundungsmäßig noch nicht. Das ist wieder so ein Viech. Ich mach den mal platt jetzt. Okay. Ja, mach das. Guck mir das Debakel mal von hier aus an. Pass auf, weich aus. Ja, brauche ich nicht. Ein wunderschöner den Schuss. Hau ich so um. Zack, 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 weg damit. Weg mit dem Viech. Und auf den Saurier. Uschi, Level 12. Reite mal neben mir. Gut zu wissen, dass hier überall Schildkröten sind. Also hier sind ziemlich viele Schildkröten, ne? Ja. War nicht schlecht. Zur Not holen wir uns da nachher dieses Keratin. Ich hatte vorhin eine angegriffen, dann hatte ich auch mal 4 Stück am Arsch. Oh, warte mal eben. Ja. Ich hatte ja gestern auch mal diese kleinen Ladepausen. Die sind jetzt auf jeden Fall viel besser geworden. Ja, hab ich auch zwischendurch mal, wenn ich da was nachladen muss. Texturenbedingt, denke ich mal. Hat das schon wieder Hunger? Frische Beeren mitnehmen fürs Getier. Immer essen. Immer essen, 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 essen. Das ist doch Die lärmen, die Viecher, ne? Ja. Ganz Zeit. Sind ja auch Weibchen. Ja, unterhalten sich die ganze Zeit. Und ja, hab ich gesagt, über Schuhe nehmen. Und putzen. Und da wollte er einfach nicht hören. Da kommt er rein mit seinen dreckigen Putten. Wieso ist mir denn heiß? Ich hab doch Fahrtwind. Oh, Brontosaurier. Ey, den greife ich jetzt aber nicht an. Ich bleib doch nicht da stehen. Ihn umsehen, nicht etwa gegen T-Rex vor die Füße laufen. Ach was, T-Rex. Mach da mal die andere Sicht. Ich bleib da schon wieder mitten im Weg stehen. Das war lustig, ne? Wenn ich so mit der Maus drehst, wie der Saurier dann auch so den Kopf in die Richtung zieht, ne? Ja. Die Zügel. Zügel? Ne, hat gar keine Zügel. Da ist noch ein Dodo. Okay. Ich muss noch was essen. Ja, Und trinken. Machen wir mal Platz. Ich müsste mal eben Wasser holen. Ja, mach das. Warum reizt es da nicht hin? Wieder auch. Geht er denn auch? Kannst ja da vor Ort absteigen. War jetzt ja nicht so weit. Ja, das ja nur. Könnte ich mir aber vorstellen, dass das geht. Warte mal, habe ich überhaupt noch was das Skin? A Water Skin. Ja, ich hab voll. Nö. Aber ich könnte. Doch, hab ich wohl. Hab ich wohl. Ich brauch halt jetzt nicht. Probier das mal aus, vom Saurier aus, ja? Ja, kannst du mal machen. Die Fackel geht ja auch, aber. Hat die Fackel unter Wasser? Was denn Gestampfe hier vom Saurier wieder? Ja. Blöpp. Musst du wohl schon ein bisschen weiter reinschwimmen. Ja, die sind ja auch ein bisschen größer. Ja, aber ich habe jetzt Wasser. Was wieder so ein Flugdrache? Oh, 2 Stück. Ein erfrischendes Bad am Morgen. Gesundheit. Ja, schön hier. Randig, würde ich sagen. Ja, sieht schon ganz schön aus. Mal gar kein Müll. Naja, die hatten damals noch keine Chipsverpackungen und sowas. Ja, schon richtig. Und all die Tüten? Müll halt.
man denkt alles, so. Ah. Mein Lieber. Ja. Noch ein Stegosaurus. Trira, irgendwas Clubs. Ja, manchmal ein bisschen umschauen. Kann ja nicht schaden. Warte mal, ich guck mal eben die Karte an. Oh ja, genau. Wir sind jetzt da, ja. Zeig da wenigstens auch vernünftig Karte. Jetzt an. Da ist unser Lager. Müssen uns eigentlich mal Marker setzen. Die kannst du übrigens auch setzen, ich glaube mit P oder L oder so. Ja, ich habe letztens auch so eine Taste gedrückt, da kann das auch. Ja, da musst du dann die Längen und Breiten gerade eingeben. Stehen ja da. Ja, okay. Weiß ich jetzt nicht. Breiten wir einfach mal weiter. Muss ich die Taste erst suchen? Diese Richtung. Hier sind gar nicht so viele Saurier in der Ecke. Auf der anderen Seite heftiger. Ja, nicht, dass die alle gefressen worden sind von irgend so einem Riesenviech. In Trike. Was hat da hinten? Ich habe auch noch gar keinen einzigen Raptor gesehen. Abgesehen jetzt von den Spuckern, aber ja, keine richtigen, also für mich keine richtigen Raptoren. Nee, sind ja auch keine Raptoren. Ja, Marco sagte schon. Ach, die rennen auch richtige Raptoren rum. Ja, ich weiß. Die heißen auch Raptor. Ja, wäre mal schön, einen zu treffen. Den kriegen wir bestimmt noch betäubt. Zwei Mann. Ja. Hätten noch ein paar Narkosepfeile machen sollen. Komm mal mit. Da hinten kämpft, oder? Kämpfen die da? Wer kämpft da? Seh nichts. Narkosepfeile, ja. Ich hatte da vorhin versucht, aber ich wusste jetzt nicht genau, welche Zutaten ich dafür brauche, außer wahrscheinlich die Narkosebären. Und vielleicht Gammelfleisch. Das muss er eben jetzt auch mal hier rumrechnen, ey. Das zuckt gerade mal eben. Oh, jetzt lädt er wieder. Ja. Ich seh's. Bei dir auch, oder was? Ja. Hat auch ein bisschen gezuckt. Da ist er. Und der hat Autobahn. Das kann man denn irgendwas? Was ist mit dem Segel, glaube ich, da hinter dem Stein? Was ist hier denn los? Ja, Spinosaurus. Im Wasser. Wo? Ach, da. Oh. Den kannst du aber wahrscheinlich nicht reiten. Wie willst du denn reiten mit dem Segel? Muss ja schon genau im Nacken sitzen, ne? Ja, vielleicht ist er ja auch so. Im Brontosaurier habe ich Bilder gesehen, der hat da echt einen riesen Sattel um den Bauch, ne? Ja. Das ist total bekloppt. Muss man ja auch drauf setzen. Besser auf den Kopf setzen. Oh, Spucker. Schon wieder. Soll ich mal. Wo ist mein Bogen? Hier. Wo ist er denn? Da ist er. Spinosaurier, ja. Greift deine Schildkröte an. Cool. Ich würde sagen, er hat sich erledigt mit dem Spucker. Vielleicht kann man einen Pfeil drauf abschießen. Weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube auch nicht. Ja, mit dem Saurier und dem Kleinen hat sich mit dem Spucker erledigt. Ja gut, dann lass es weiter rein. Uschi. Blub.